Los! Blumen, obwohl es schneit, das passt ja eigentlich überhaupt nicht. Gut. In den Winter, am 14. Februar ist Valentinstag. Da schenken sich die Menschen meistens Blumen. Das hat nämlich zwei Gründe. Und zwar der erste Grund ist, dass die Römer schon früher am 14. Februar ihre Göttin Juno gefeiert haben. Die Göttin, die auch zuständig ist für die Ehe. Und dann haben sich die Menschen Blumen geschenkt. Der zweite Grund ist, das sind die Christen. Es gab einen Mann, der hieß Valentin im 3. Jahrhundert in Italien. Und der hat, obwohl es ihm verboten wurde vom Kaiser, hat er die Leute in seiner Kirche christlich verheiratet. Das heißt, die Ehe war ihm auch wichtig und die Liebe. Und eine Legende sagt, er hat auch den Paaren, die bei ihm heiraten sollten, auch Blumen aus seinem Pfarrgarten geschenkt. Beides, das Römische und das Christliche, verbindet sich am 14. Februar zum Valentinstag. Und vielleicht möchtest du auch jemand Blumen schenken. Ciao!